So, guten Morgen. Es gibt wieder einige Neuigkeiten. Immer wieder, jeden Tag ist mit Herausforderungen gespickt. Herausforderungen, die uns von Menschen bereitet werden, die offensichtlich entweder nicht wissen, was sie tun, oder wissen, was sie tun und versuchen, den Menschen quasi von hinten rum, sodass sie es nicht merkt, zu zerstören. Ich habe euch ja gestern dieses Video gemacht mit dem Maniokpulver, was da jetzt offensichtlich in sehr vielen Produkten in Europa drin ist. Das ist eine Frucht, eine Wurzel, die kommt ursprünglich aus Südamerika, wurde von den Portugiesen im 15. Jahrhundert nach Afrika importiert, hauptsächlich um die Sklaven ruhig zu stellen auf der langen Fahrt über den Atlantik. Die Wirkung dieser Ruhigstellung, das heißt dieses Bedämmertseins, das sieht man bis heute. Das weiß auch jeder Afrikaner. Wenn er Maniok isst, dann will er sich zuerst mal hinlegen und sucht nach Ruhe und jegliche Aktivität ist verschwunden. Das wirkt wie eine Droge auf das Bewusstsein der Menschen, macht den Menschen schläfrig, träge, nicht wachsam etc. pp. Ungefähr 600 Millionen Menschen auf diesem Planeten leben davon oder essen das regelmäßig. Es gibt zahlreiche Studien über die Auswirkungen dieser Pflanze. Das Hauptproblem ist, es hat Cyanide drin, hochgiftige Substanzen. Und dann gibt es eben Leute jetzt, die auf das Video kommentiert haben, ja, wenn man das kocht, ist das harmlos. Das ist grundfalsch und extrem wichtig, dass ihr das versteht. Weil ihr werdet geschädigt, ob ihr es wissen wollt oder nicht. Diese Pflanze ist hochgefährlich und zwar in allen Teilen. Ich kann euch das auch zeigen. Ich wohne hier in Afrika. Ich habe seit vielen, vielen Jahren solche Menschen kennengelernt, die sofortige Schädigungen haben durch das Trinken von Blättern dieser Pflanze, durch das Essen der Wurzel dieser Pflanze. Da wird es getrocknet hier zum Beispiel, dann holen sie sogar noch einen Pilz rein. Also das Ganze ist hochkomplex. Jetzt gestern ist eine schwer kranke Krebspatientin, die hat noch 36 Kilo Lungenkrebs. Und sie hat gesagt, nach der Einnahme der Produkte, die wir empfohlen haben, geht es ihr nicht besser, aber sie hat keine Schmerzen mehr. Das ist eigentlich normal, das ist das, was wir erwarten. Und jetzt auf einmal sagt sie, gestern hat sie vermehrt Schmerzen. Dann habe ich mich natürlich gewundert, wo kommen denn diese Schmerzen her? Jetzt hat sie mir die Inhaltsstoffe eines Croissants geschickt, das hat sie gekauft in der Schweiz. Und was finden wir da? Wir finden das Maniokpulver an fünfter Stelle. Jetzt, weil ihr zu wenig Erfahrung habt mit diesen Zusammenhängen, könnt ihr das vielleicht nicht ganz nachvollziehen. Diejenigen, die Erfahrungen haben, wie ich und viele, viele andere, die können sofort die Beziehung herstellen und wissen genau, aha, das war der Fehler und darum hast du diese Probleme, stopp das zu nehmen und es wird dir besser gehen. Das wollte ich euch mal rüberbringen. Also Leute, die sagen, das ist harmlos durch das Kochen, das ist komplett falsch und ihr führt die Leute in die Irre mit eurem Unwissen und ihr schädigt die Leute unwissend. Und Unwissenheit, bekanntlich, schützt vor Schaden nicht. Also seid extrem vorsichtig, wenn ihr solche Aussagen macht, weil ihr habt zu wenig Wissen über die Hintergründe und ihr habt zu wenig praktische Erfahrung. Und dann gehen die Leute kaputt und wissen nicht warum. Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Sie haben wie allermeist etwas Falsches gegessen, was ihr ganzes System durcheinander bringt. Und das ist der Hauptgrund für die Misere, die wir sehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.